Hallo Bücherfreunde und ganz herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Eigentlich wollte ich euch heute ein anderes Video hochladen, aber ich habe heute Morgen Später von Stephen King beendet und mir gehen so viele Dinge dazu im Kopf rum, dass ich jetzt dachte, ich drehe dazu jetzt eine Rezension ab. Die möchte ich außerdem so gestalten, dass sie möglichst spoilerfrei ist. Ich habe verschiedene Themen. Ich werde euch auch eine Leiste zu den ganzen Abschnitten wieder einblenden. Das mache ich ja ab und an in meinen Videos, so dass ihr das auch alles mitverfolgen könnt. Denn ich kann später bei den Themen, vor allem dann, wo ich auch Bezug zu anderen Werken zu Stephen King nehme, nicht hundertprozentig versprechen, dass es spoilerfrei wird. Aber ich gebe mein Bestes und werde euch, falls auch ein Spoiler kommt beim Schneiden, noch eine Spoilerwarnung einblenden, ein paar Sekunden vorher, sodass ihr dann weiter skippen könnt. Fangen wir aber auf jeden Fall erstmal an mit dem Inhalt dieses Buches. Es geht hier um den jungen Jamie, der mit seiner Mutter, mit seiner alleinerziehenden Mutter, die außerdem auch Literaturagentin ist, in New York wohnt. Man erfährt die Geschichte aus seiner eigenen Perspektive, also er ist tatsächlich in diesem Fall der Autor, der uns diese Geschichte widerspiegelt. Und die ganze Geschichte fängt damit an, dass er in der ersten Klasse ist und immer älter wird. Also so eine Art Coming-of-Age-Story dieses Jungen kann man quasi sagen. Er ist in dem Moment, in dem er das schreibt, allerdings über 20 Jahre alt. Und es ist alles eben dann rückwirkend, die Geschichte, die wir hier erfahren. Hauptsächlich geht es darum, dass Jamie als Erstklässler anfängt, tote Menschen zu sehen, die quasi ja als Geist dort auftauchen, wo sie verstorben sind. Manchmal allerdings sieht er sie dann auch auf der Beerdigung wieder oder an anderen Orten, die wichtig für diese Person dann zu Lebzeiten waren. Und ganz wichtig dabei ist, dass wenn Jamie mit den Toten spricht und ihnen Fragen stellt, dass die Fragen von diesen Toten richtig, aufrichtig, ehrlich beantwortet werden müssen. Wie ich schon gesagt habe, ist seine Mutter Literaturagentin und eines Tages stirbt der wichtigste Autor dieser Agentur, kurz bevor er das letzte Werk in seiner Reihe veröffentlichen konnte. Und hier springt eben dann Jamie wieder ein. Er soll mit dieser Person sprechen und gemeinsam mit seiner Mutter nehmen sie die ganze Geschichte diesen letzten Bandes auf, so dass es doch noch veröffentlicht werden kann, dieses ganze Werk, und ja, die Agentur der Mutter gerettet werden kann. Denn es spielt hier hauptsächlich 2008, natürlich, wie ich gesagt habe, dann auch später, weil man eben merkt, wie Jamie aufwächst. Und es ist zu dieser ganz großen Weltwirtschaftskrisenzeit. Es spielt in New York, eben genau in diesem Kessel, wo die Weltwirtschaftskrise ja mehr oder weniger entstanden ist. Und man erfährt so eben dann auch ein bisschen die damalige Problematik, dass viele ja ihre Wohnungen verloren haben und generell, dass es vielen Menschen sehr viel schlechter geht als vorher. Somit gesehen ist es auf einer gewissen Ebene auch ein bisschen politisch. Und ja, Jamies Mutter geht es eben durch den Verlust in dieser Krise auch nicht besonders gut, weshalb sie versucht, zusammen mit Jamie die Agentur eben, bei der sie selbstständig eben ist, wieder zu retten. So viel zum Inhalt und jetzt kommen wir zu meiner Meinung. Ich fand, es war irgendwo ein komplett anderer King, als ich persönlich ihn gewohnt bin. Ich muss dazu sagen, dass ich jetzt noch nicht besonders viele seiner Bücher gelesen habe. Also ich kann mich jetzt in keinster Art und Weise Spezialistin seiner Werke nennen. Ich habe allerdings vor allem im letzten und dann auch schon in diesem Jahr einige seiner Bücher gelesen, auch viele seiner schon fast Klassiker, weshalb ich auf jeden Fall auch Vergleiche ziehen kann. Und es gibt hier Dinge, die fand ich komplett anders. Aber es gibt hier eben auch Dinge, die ich von ihm mehr oder weniger gewohnt bin, von den Dingen, die ich bisher so von ihm gelesen habe. Und anders muss auch nicht immer bedeuten, dass es schlechter ist. Ich war nur ein wenig überrascht. Aber positiv, muss ich sagen. Also, um es jetzt vorab zu nehmen, ich habe dem ganzen Buch 4 Sterne gegeben, denn trotz allem gibt es ein paar Punkte, auf die würde ich natürlich dann jetzt auch gerne eingehen,
die ich nicht so gut fand im Vergleich zu dem, was ich sonst als für mich persönlich 5-Sterne-King-Bücher deklarieren würde. Zunächst möchte ich allerdings auf die positiven Aspekte eingehen. Das ist auch oft das, was ich von ihm gewohnt bin bisher, was ich so gelesen habe, und das, was ich auch immer sehr gerne mochte an Stephen Kings Büchern. Er hat in diesem Buch wieder sehr stark und super toll ausgearbeitete Charaktere, die aber im Vergleich zu vielleicht sonstigen Büchern nicht überwiegend viele Charaktere sind. Also es hat er nicht in allen Büchern, die ich bisher von ihm gelesen habe, aber in vielen wird man manchmal doch ein bisschen überrannt von der extremen Anzahl der Charakteren, die man dann aber trotzdem mit der Zeit meiner Meinung nach auch immer sehr gut kennen und lieben lernt. Und das ist jetzt auch kein Vergleich, den ich irgendwie besonders schlecht finde. Das macht diesen King nur für mich noch ein bisschen persönlicher und interessanter, weil man vor allem eben auch die positiven und negativen Seiten dieser ganzen verschiedenen Charaktere kennenlernt. Also hier gibt es fast keine Person, die durchweg nur positiv ist. Gerade zum Schluss erfährt man auch was über die Mutter. Das hat mich sehr überrumpelt und sehr überrascht. Also das war ein extremer Plot-Twist, muss ich sagen. Aber ja, ich fand diese Charaktere richtig, richtig toll ausgearbeitet und fand es irgendwo auch erfrischend, mal wieder einen King zu haben, wo nur wenige Charaktere vorkommen. Beispielsweise in seinem Werk Shining erfährt man jetzt ja auch nicht von besonders vielen Charakteren, aber im Vergleich dazu fand ich es bei Das Institut dann doch ein bisschen viel. Und das ist jetzt hier wieder sehr erfrischend und toll zu lesen, dass er sich auf ein paar wenige reduziert hat und die dann halt wirklich auch sehr toll und sehr extrem gut, meiner Meinung nach, ausgearbeitet wurden. Wie ich ja schon erwähnt habe, fand ich das Buch anders, aber doch auch King. Und diese Kombination zusammen fand ich persönlich extrem gut. Was ich genau mit anders, aber trotzdem King meinen, möchte ich aber in einem separaten, späteren Punkt auf jeden Fall nochmal einzeln darstellen. Ich wollte es jetzt aber auf jeden Fall als positiven Punkt nochmal hervorbringen. Die Geschichte an sich geht auch relativ schnell voran. Ich meine, es sind 300 Seiten. Das ist fast schon ein bisschen traurig, meiner Meinung nach, denn ich persönlich mag es sehr, sehr gerne, seine langen Werke zu lesen, wo er die Geschichte doch immer sehr detailliert schildert und einem wirklich von vorne bis hinten, vor allem dann gegen Ende, auch immer alles erklärt wird. Trotz allem fand ich hier besonders cool, dass es relativ schnell voranging und man trotzdem aber meiner Meinung nach in dieser sehr kurzen Zeit viel erfahren hat und eben mit Jamie zusammen, indem er diese Geschichte erklärt von sich klein auf bis zur aktuellen Zeit, wo er ja dann über 20 ist, mit groß wird, mehr oder weniger. Aber um jetzt auf einen negativen Punkt zu kommen, ich fand, so richtig ist in dieser Handlung das Spannende nicht rübergekommen. Also er erzählt ganz, ganz oft wiederholt, es ist eine Horrorgeschichte, ich habe es schon öfter gesagt. Das kann ich gerne mal zitieren, wie er das denn genau schreibt. Das Ganze hier ist wohl eine Horrorstory und das kommt sehr oft in verschiedenen Abschnitten. Und also mir zumindest ging es so, dass ich die ganze Zeit erwartet habe, ja, wo ist denn die Spannung, wo ist denn der Horror? Der wurde zwar deutlich durch die Erklärungen durch Jamie, aber für mich persönlich war das nicht das, was ich von King so gewohnt war. Das hatte man meiner Meinung nach dann erst ganz am Schluss, was dann aber auch wieder cool war, also dieses richtige Showdown gegen Ende. Aber das Ende muss ich trotz allem auch kritisieren und ich weiß jetzt nicht, ob ich das hinbekomme, ohne zu spoilern. Ich probiere es aber, denn es war für mich nicht ganz final abgeschlossen. Also was genau passiert am Ende mit diesem einen Ding, mit diesem Showdown? Also es hat sich für mich nicht komplett abgeschlossen angefühlt und das fand ich so ein bisschen schade. Deswegen
hoffe ich persönlich, dass es vielleicht noch einen zweiten Teil gibt oder das vielleicht so eine kleine Reihe wird, weil ich mir doch noch gewünscht habe, dass die 300 Seiten länger sind. Und ich persönlich würde mich wirklich extrem drüber freuen, wenn man hier noch ein bisschen mehr erfährt, wenn man weiß, wie es weitergeht. Zumal Jamie ja erwachsen ist und mittlerweile bestimmt noch ein paar mehr Dinge erfährt mit seiner Gabe. Ja, da ist für mich noch so ein bisschen die große Frage offen. Ja, wie geht's denn weiter? Was passiert denn jetzt? Und für die von euch, die das auch gelesen haben, da würde mich jetzt mal sehr interessieren, ob es euch ähnlich ging oder ob ich einfach vielleicht was verpasst habe. Denn für mich war das mit diesem einen großen Ding eben noch nicht abgeschlossen, dieser Showdown quasi. So, jetzt möchte ich die Frage beantworten, warum dieses Buch anders war als das, was ich sonst so von ihm gelesen habe. Zum einen spielt es in New York, was mich sehr überrascht hat. Die sonstigen Bücher, die ich von ihm gelesen habe, die haben alle in Maine gespielt. Hauptsächlich in Derry, aber natürlich auch in anderen, entweder fiktiven oder tatsächlichen Städten, die es tatsächlich gibt in Maine. Ist ja öfter so, dass er wirklich sein großes Universum in Maine passieren lässt. Und auch eher in kleineren Städten, beschaulicheren Gegenden, ist das das Wort, beschaulicheren Gegenden? Ihr wisst, was ich meine. Und hier hat mich das sehr überrascht, dass es eben in der Großstadt New York ist. Es ist kein fiktiver Ort, kein Ort in Maine. Es gibt sicherlich Bücher von ihm, die nicht in Maine spielen. Die habe ich persönlich jetzt allerdings noch nicht gelesen, muss ich ehrlich sagen. Ich konnte tatsächlich aber durch Recherchen jetzt auch kein anderes Buch finden, wahrscheinlich eine Kurzgeschichte. Aber trotz allem bekommt man von diesem extremen New Yorker Großstadt-Flair jetzt auch nicht so besonders viel mit. Es spielt ab und an im Central Park oder es gibt so kleine Settings, so kleine Szenen. Die erste Wohnung, in der Jamie und seine Mutter wohnen, die ist auch tatsächlich in einer wohlhabenderen Gegend von New York. Aber trotz allem bekommt man jetzt nicht so extrem viel davon mit. Ich meine, ich war noch nie in New York, deswegen kann ich jetzt auch nicht sagen, ob da irgendwie trotzdem was bei mir übergesprungen wäre, wenn ich denn die Gegenden gekannt hätte. Zumindest mehr als jetzt Central Park und ein paar Gegenden, die man so auch als Outsider kennt quasi. Ich fand es aber gut, dass man nicht so diesen krassen Großstadt-Flair mitbekommen hat, dass es nicht so eine typische New Yorker Geschichte war, sondern dass sie theoretisch auch woanders hätte stattfinden können. Und es macht irgendwo auch Sinn, wenn man halt diesen Hintergrund mit dem, mit der Wirtschaftskrise, die ja tatsächlich in New York irgendwo entstanden ist und da den Hotspot eben hatte. Und da macht es doch alles irgendwo ein bisschen Sinn, aber ob es jetzt unbedingt nötig war, weiß ich nicht. Aber es tut meiner Meinung nach, wie gesagt, zur Geschichte nichts ab. Es war nur sehr überraschend, mal von woanders eine Geschichte von Stephen King zu lesen. Dann benutzt Stephen King hier die Ich-Perspektive und die Bücher, die ich von ihm gelesen habe, waren tatsächlich alle aus der dritten Perspektive. Third Person Perspective, also dritte Person Perspektive. Da gibt es, glaube ich, eine andere Beschreibung auf Deutsch, die jetzt gerade nicht mehr in meinem Kopf ist. Ja, es hat mich zunächst sehr, sehr überrascht und ich fand es am Anfang auch ein bisschen störend, bis mir allerdings klar wurde, vor allem gegen Ende, dass es zur Geschichte passt, weil ja Jamie uns die Geschichte erzählt und sein Schreibstil, zumindest die Übersetzung, war auch für mich persönlich ganz anders und das war auch sehr überraschend. Aber auch das macht Sinn, weil Stephen King ja nicht von sich als Stephen King schreibt und die Geschichte beschreibt mit, ja, er oder sie machen jetzt das und das, also diese Third-Person-Perspective, sondern er ist in diesem Moment Jamie, der uns mit seinen eigenen Worten die Geschichte vermittelt. Und dieses ja irgendwo fast schon stilistische Mittel, das er da verwendet, fand ich dann gegen Ende so genial, dass es mich
sehr positiv überrascht hat. Also zunächst war ich so, das ist irgendwie nicht so das, was ich kenne, was ich bisher so von ihm gelesen habe. Und wieso schreibt er jetzt plötzlich so? Also das hat mich alles sehr überrascht, bis dann irgendwann wirklich so der Groschen gefallen ist. Ach ja, klar, es ist ja eigentlich nicht King, es ist ja Jamie. Und dann fand ich es wieder so genial und cool, dass ich da, was diese Art und Weise angeht, nur meinen Hut vor King ziehen kann. Ich muss dazu sagen, dass ich nach Recherchen allerdings auch Bücher gefunden habe, die Stephen King auch aus der Ich-Perspektive schrieb. Und anscheinend macht er das jedes Mal auch so, dass es zur Geschichte tatsächlich passt. Denn ich glaube, viele Personen finden diese Ich-Perspektive nicht optimal. Ich persönlich störe mich da eigentlich nicht dran. Nur war das, wie gesagt, für mich so was komplett anderes, wie ich bisher von King gelesen habe. Weil ich eben bisher noch keins gelesen habe, wo er diese Perspektive verwendet hat. Außerdem fand ich auch anders, dass er öfter schon vorausgegriffen hat, was einfach auch, denke ich, die Erzählweise von Jamie war. Also gerade auch, dass das Ganze ist wohl eine Horrorgeschichte oder mit später wurde auch sehr, sehr viel gespielt. Also er schreibt dann oft, ja, damals als Kind war mir das und das noch nicht bewusst, später wird mir allerdings klar, dass es so und so ist. Ganz zu Beginn des Buches fängt er auch an mit einer Rechtfertigung, dass er eben dieses Buch später so oft verwendet. Es geht um ein bestimmtes Wort, das ich ständig verwende. Dann kommt hier noch ein Satz zwischendrin. Es lautet später, wie in später dann, in später habe ich erfahren und in erst später ist mir klar geworden. Ich weiß, dass das monoton klingt, aber ich hatte keine andere Wahl. Und das fand ich am Anfang auch ein bisschen verstörend, aber wiederum sehr, sehr genial und cool, dass er das so verwendet hat. Also alles in allem finde ich, ist Stephen King ein genialer Autor, der mit so vielen Dingen spielt, die mir persönlich auch manchmal leider erst später, also am Ende des Buchs dann klar werden, die in diesem Buch für mich aber auch ein bisschen anders waren. Aber wie ich schon gesagt habe, anders muss nicht bedeuten schlecht. Also ja, ich fand es ziemlich genial und cool und das hat mich hier auch alles in allem richtig positiv überrascht. Nun kommen wir zum Bezug zu anderen Werken. Das habt ihr bestimmt auch schon öfter gelesen oder öfter von anderen Booktubern gehört. Es ist für mich persönlich ein etwas anderer King, aber trotzdem ein typischer King irgendwo, denn er macht es ja öfter, dass er solche Easter Eggs quasi zu seinen früheren Werken aufweist oder generell Querverweise hat. Und hier hat man auch verschiedene Dinge, die vor allem in dem Buch S, das ja irgendwo sein fast schon bekanntestes Buch ist, denke ich zumindest, aufgreift. Also es gibt hier, ja, wenn ich das jetzt erkläre, dann spoilere ich wieder, aber so ein bestimmtes, so vor allem zwei bestimmte Dinge, die hier auftauchen, da wusste ich direkt, okay, wir haben es irgendwo mit Stephen Kings S auch wieder zu tun. Und das fand ich persönlich auch richtig cool, wie ich schon erklärt habe, die Charakterausschmückung, die aber irgendwo auch ein bisschen wieder anders war. Also er hat auf jeden Fall so Dinge, die er durch all seinen Büchern, die ich zumindest bisher gelesen habe, durchzieht, die hier auch wieder auftauchen. Die Easter Eggs waren für mich persönlich super schön zu lesen. Und ja, es ist irgendwo ein typischer King, der aber auch ein Tickenweisen anders ist. Wie schon gesagt. Ist dieses Buch geeignet als Stephen King Einsteiger? Natürlich möchte ich euch nicht irgendwie davon abbringen, ein bestimmtes Buch als erstes zu lesen. Also meine generelle Meinung dazu ist, dass man einfach mit dem Stephen King anfangen sollte, das einem persönlich am meisten interessiert. Ich habe damals mit Carrie, soweit ich weiß, angefangen. Oder habe ich sogar mit S angefangen, weil es mich einfach am meisten interessiert hat. Da bin ich jetzt gerade überfragt, ehrlich gesagt. Aber Carrie war auf jeden Fall eins der ersten Bücher, das ich gelesen habe. Und das war auch sein allererstes Buch, das er geschrieben hat.
Und wenn man eben diesen ganzen Charme von Stephen King erfahren möchte, wäre meine persönliche Meinung, nicht mit diesem Buch anzufangen. Also klar, wie gesagt, jeder kann tun, was er möchte. Und da es ein relativ dünner King ist, die Handlung relativ schnell vorangeht und man nicht erst verschiedene Eckpunkte erfährt und die ganze Story dann erst mit der Zeit zusammenkommt, wie man es von vielleicht anderen Stephen King-Büchern kennt, kann es sich, was den Aspekt angeht, auf jeden Fall als erster King eignen, meiner Meinung nach. Aber ja, ich glaube, so ein bisschen geht ein Charme davon verloren, wenn man vor allem Stephen Kings S noch nicht gelesen hat oder ja, so einige Dinge, die ein bisschen typisch King sind, die ich jetzt auch schon erklärt habe, nicht kennt. Also ich persönlich würde eher davon abraten, aber wie gesagt, bitte tut, was ihr möchtet, nur weil ich euch jetzt hier sage, lest es nicht als erstes. Ja. Ja, das ist meine Meinung und generell meine Besprechung zu diesem wunderbaren Buch. Wie gesagt, war es für mich ein super toller King, der allerdings so ein paar kleine Eckpunkte hatte, vor allem ganz am Ende doch noch ein paar offene Fragen, die bei mir da waren. Und deswegen war es jetzt für mich nicht der allerbeste King. Es war auf jeden Fall ein sehr guter, auch modernerer King. Viele sagen ja, seine moderneren Werke sind eher so, Für die wäre vielleicht dann dieses Buch auf jeden Fall was. Ja, das war's. Wie gesagt, wenn ihr das Buch auch gelesen habt, lasst mir gerne eure Meinung auch dazu da. Und falls ihr das Buch erst nach meiner Rezension lesen solltet, würde ich mich auf jeden Fall auch freuen, wenn ihr mir dann nachträglich noch eure Meinung gerade auch zum Ende zukommen lassen könntet. Dann können wir uns da ein bisschen drüber unterhalten. Das würde mich sehr freuen. Und ja, ich hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Macht's gut bis dahin, ihr Lieben. Tschüss!